Zum Schluss haben wir noch einige Kurzmeldungen für Sie. Da geht es um eine Scheckübergabe des Porta Möbelhauses, eine Instrumentenspende für Sarajevo und um die 5. Festungstage rund um die Festung Mark. Mit diesem Kanonenschuss wurden die 5. Magdeburger Festungstage unweit der Lukasklause eröffnet. 1500 Besucher bevölkerten bei schönstem Maiwetter, es war dasselbe Wochenende wie die Messe in Barendorf, die Kaserne Mark und das Feld davor, auf dem die rund 100 Mitwirkenden ihr Biwak aufgeschlagen hatten. Im historischen Gemäuer und auf dem Kasernenhof fand ein richtiges Volksfest statt, konnte man quasi Stadtgeschichte hautnah erleben. Es gab Ausstellungen, Führungen, Vorträge und abends auch Musik. Viele Zuschauer fanden auch immer die Exerzierübungen der verschiedenen Traditionsvereine interessant. Und auch Helmut Menzel, der vorhin über Napoleon referierte, war mit von der Partie, diesmal mit einem Vortrag über Otto von Guericke und sein Wirken als Festungsbauingenieur. Für das leibliche Wohl war natürlich auch gesorgt. Mit einer Wohltätigkeitsaktion halfen die Porter Einrichtungshäuser am 7. Mai bedürftigen Menschen, indem 10% vom Tagesumsatz an gemeinnützige Einrichtungen gespendet wurden. In diesem Jahr gehen die Spenden je zur Hälfte an die Lebenshilfe Magdeburg und an den Verein Autismus Magdeburg. Beide Einrichtungen konnten kürzlich einen Scheck in Höhe von jeweils 2.749,42 € vor dem Magdeburger Einrichtungshaus im Bördepark entgegennehmen. Beide Vereine hatten ihre Projekte und ihre Arbeit während der Verkaufsaktion den Kunden vorgestellt. Die Porter Unternehmensgruppe will mit dieser Spendenaktion ihre gesellschaftliche Verantwortung ausdrücken. Bürgermeister Rüdiger Koch verabschiedete vor wenigen Tagen einen Spendentransport mit Musikinstrumenten für Magdeburgs Partnerstadt Sarajevo. Übergeben werden die Instrumente von Stadtrat und Musikschullehrer Andreas Schumann, CDU, dem stellvertretenden Direktor des Konservatoriums Roland Kähne und dem Malteser-Mitglied und Bosnienkenner Ronald Czabanowski. Die Johanniter stellten für den Transport das Fahrzeug kostenfrei zur Verfügung. Die Instrumente haben einen Wert von über 4.100 €. Andreas Schumann hatte einen entsprechenden Aufruf gestartet, woraufhin 16 Instrumente von Spendern zur Verfügung gestellt wurden. Inzwischen dürfte der Transport in Sarajevo eingetroffen sein.